Hallo, liebe Freunde da draußen, mein Name ist Niklas, ich habe fast meinen Namen vergessen, nochmal gesaved. Und wir sind auf der Gamescom 2015 und der erste Tag ist überstanden und wir laden einfach Sachen hoch. So, Matteo, wie war dein Tag? So, hi. Also der Tag war, ist ja meine allererste Gamescom, interessant. Auf jeden Fall. Und jetzt am Ende, wir haben jetzt ungefähr 19, 20 Uhr, merke ich, dass ich richtig durch bin. Also so richtig, jetzt schon. Und es ist der lockerste Tag. Ja, es ist der erste Tag, ist der lockerste Tag. Aber ich habe so viel mitgenommen. Also erstmal ging es ja los mit Call of Duty, das Finale. Wir haben das Finale gespielt. Erstmal die Kandidaten alle gegeneinander antreten lassen. Den allerbesten davon haben wir dann gegen Booty losgeschickt. Und wollen wir es jetzt schon, dürfen wir erzählen, wer gewonnen hat? Was? Ich habe nicht zugehört. Ja, Niklas hört wieder nicht zu. Nein, wir dürfen nicht erzählen, wer gewonnen hat, weil sonst spoilern wir das euch. Aber jemand hat gewonnen und er durfte einen Ich-habe-Booty-geschlagen-Pokal mit nach Hause nehmen. Ich habe Overwatch gespielt. Was? Echt? Erzähl. Ich habe Overwatch gespielt. Das ist ein Shooter, ein teambasierter Shooter, nur dass die Leute alle Fähigkeiten haben. Also ganz viele verschiedene Charaktere. Es gibt echt erstaunlich viele Charaktere, muss man sagen, bereits. Die alle sich komplett anders spielen. Der nutzlose, im Abstand der nutzloseste Charakter ist der Heiler, ja. Den hast du gehabt, oder? Ich habe ihn einmal gespielt. Denn er kann heilen, also so einen Strahl auf einen deiner Charaktere machen, auf deine Teammates. Heilt ganz gut. Oder mit Rechtsklick kannst du den boosten, dass er mehr Schaden macht. Auch mit einem Strahl. Aber leider kann der Heiler nicht angreifen. Das heißt, reiner Support-Unit. Ja, und er kann sich auch nicht selbst heilen. Voll der Spacken, der Heiler. Aber der Reaper war gut, der kann sich so hin und her teleportieren, hinter die Enemy-Line und dann alle von hinten Surprise-Butt-Sexen. So, das war mein Overwatch-Erlebnis. Wir natürlich wichtig mit Presseausweis reingegangen, weil wir sind die wichtigste Presse hier auf der Gamescom und ja, dann zurück zu Call of Duty. Genau, dann haben wir das Call of Duty-Finale abgefeiert. Direkt danach sind wir mit Booty ein bisschen rumgelatscht, aber dann haben wir uns schon getrennt. Und ich bin dann zu Halo. Halo 5 habe ich mir angesehen. Oh, wie war das denn? Ja, krass gut, nur mein Team. Ich gucke jetzt in irgendeine Richtung, wo vielleicht Teammates von mir sitzen. War halt mega scheiße. Ich habe halt einen Overkill gemacht. Weiß nicht, ob du das was sagst, wahrscheinlich nicht. Das Overkill ist halt einfach. Wahrscheinlich 5 Leute getötet. 4. Aber das ist so, aber innerhalb von 4 Sekunden. Das ist halt das Besondere bei Halo, dass du halt die Kills sehr schnell machst. Und ich rock da halt alles weg, zerstöre die gesamte Map. Im Prinzip. Ja, da gibt es dann einen Multikill und so ein Shit. Jedenfalls habe ich da alles weggerockt. Die Bühne ist explodiert. Dann kamen Leute, wollten Autogramme von mir haben, weil ich so gut gespielt habe. Aber wir haben trotzdem verloren, weil mein Team kacke war. Wie habt ihr für Bühne gespielt? Nee, das war ein Scherz. Niemand kam. Ich habe einfach alleine gespielt. Und war aber geil. Also Halo hat richtig Bock gemacht und wir konnten da diesen neuen 12 gegen 12 Modus zocken. Und der macht echt Spaß. Und dann ging mein Autogramm-Foto-Jagd-Gehäsche los. Ich bin rumgezogen und jetzt rate, mit wem ich ein Autogramm, nee, ein Foto habe. Wie, du hast Fotos mit den Leuten gemacht. Ja. Aber das läuft doch jetzt ab jetzt umgekehrt, dachte ich. Ja, haben auch voll viele Leute Fotos mit mir gemacht, fand ich auch super cool. Ich habe auch ein paar Sachen unterschrieben und so. Oh, guck mal, hier übrigens, ihr merkt, vielleicht, ich bin heute schon heiser, keine Ahnung, warum, ey. Ein bisschen viel rumgeschrien oder überall Klimaanlage, aber der gute Bertige Talovic, wie ist denn sein richtiger Name? Ich glaube Markus. Ja, Markus. Hat mir noch seine Lakritz-Ricola gegeben. Genau, nochmal vielen Dank an die ganzen Leute, die hier extra angereist sind, um beim Finale von Call of Duty mitzuspielen. Wir hatten ja 2 Kandidaten aus Wien noch mit dabei. Also richtig stark. Vielleicht hat einer von denen gewonnen. Nee, sage ich nicht. Und dann, nachdem ich mit Unge ein Foto gemacht habe, habe ich schon erzählt? Nee. Ich habe ein Foto mit Unge gemacht, hier im Pressebereich übrigens. Wir sind hier rumgelaufen und der ist die ganze Zeit auf der Messe mit einer Payday-Maske rumgelaufen, damit ihn keiner erkennt. Und hat er dein Longboard mit? Nee, aber seine Freundin oder seine Ex-Freundin, ich weiß nicht. Ich stecke da nicht so drin. Ich bin da kein Fan, ich wollte nur ein Foto haben. Und das sind die Schlimmsten. Ich weiß, aber ey, können wir ein Foto machen? Ja. Und dann... Heute Morgen kommen wir da rein. Das Erste, was ich höre, hinter mir einer, ey, ist es nicht der von Homer J.?
Bester Kommentar. Ja, bei mir kamen auch voll viele so, du bist doch der von Bondra. Ja. Und dann, ja, warte, wird noch sehr viel besser. Dann habe ich ein Foto mit Chris von Gamesfeld gemacht, war auch cool. Dann habe ich ein Foto mit dem Master Chief gemacht. Wie, mit dem Cosplay Master Chiefer oder was? Ja, ich war auf der Xbox-Bühne. Und da gab's, da war der Master Chief, da haben die Leute hochgeholt, die mit denen Fotos gemacht haben, und da habe ich ein fettes Foto gemacht. Und ich glaube, die baller ich alle bei Twitter raus, die Fotos. Könnt ihr mir folgen. Und die Fotos, die gut sind, die teilen wir auch beim Bonjour-Account. Könnt ihr auf jeden Fall auch Bonjour auf Twitter folgen. Das lohnt sich in den Tagen extrem, weil wir die krassesten Background-Infos droppen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Und dann war ich bei den Rocket Beans. Ich habe alle von den Rocket Beans getroffen. Also persönlich nur Budi. Du hast zum ersten Mal Budi getroffen heute, ne? Budi getroffen. Ey, war das erste Mal, dass du ihn gesehen hast? Das allererste Mal, dass ich Budi gesehen habe. Und er ist einfach. Du brauchst nicht mal mit ihm reden. Danach habe ich nochmal getroffen. Haben wir nochmal gequatscht. Und danach nochmal. Oh. Ja, ja. Wir sind uns auf der Messe mehrmals über den Weg gelaufen. Budi ist einfach der netteste Mensch auf diesem Planeten. Und was mit mir? Du bist halt. Auch nett. Aber nicht so nett wie Budi, ja, oder? Komm, ey, Budi ohne Scheiß, der netteste Mensch auf diesem Planeten. Und dann habe ich noch Albin getroffen, ich habe Schröggert getroffen, ich habe Bell getroffen, ich habe Dennis getroffen, alle von Rocket Beans getroffen, nur Simon und Nils. Und ja, und gerade eben waren wir noch bei Bonjour Live, da wurde dann ein Lied für mich gesungen von Hannes live im Stream. Richtig, also der singt ja da immer so am Anfang von Bonjour, und dann hat er mich gesehen und hat gesagt: Und der Mäntel ist auch da. Ich liebe dich, Hannes. Wenn du das siehst, ich liebe dich. Und das war's so allgemein. Wir haben voll viel Goodies noch abgeschoppt hier. Ich habe hier so ein Rocket Beans TV Goodie. Ich habe eine Oculus Rift für Arme abgestaubt. Aber ich habe gedacht, aus irgendeinem Grund ist das Visitenkarten. Nee, das ist so eine Oculus. Da kannst du dein Handy reinschieben vorne und dann. Krass. Ja, total krass. Oh! Oh, und wir haben hier eine Raketenbohne noch abgestaubt. Die gibt's hier übrigens zu kaufen beim Otaku-Stand, oder? Sellout! Genau, ne, die haben wir sogar geschenkt bekommen. Also Chrissy und... Oh, und wir haben hier noch geilere Sachen. Wir haben hier nämlich so einen kleinen Mini-Master Chief. Den habe ich auch. Oh ja, geil. Den sieht man in 3D. So. Und? Geil, oder? Nee. Ja. Aber es war echt, also am geilsten war es echt Foto mit Master Chief. Beste Foto heute. So, morgen geht's weiter. Leute, liebe Freunde. Und wir haben tatsächlich nicht so viele Bewerber. Ja, konnten wir vorher nicht einschätzen, wie viele sich da bewerben. Macht bitte mit. ether.de/gamescom. Ich habe heute schon mit ein paar gesprochen, die standen vor der Bühne. Oh, eigentlich könnte ich auch mitspielen. Meinte ich, ja, mach doch. Bewirb dich. Ach nee, ich habe so Angst, auf der Bühne zu spielen und bla bla bla. Spielt einfach. Ist der morgen dabei? Ja, der hat morgen richtig Bock, der ist hier. Du sollst das, wir haben ein richtiges Mikro jetzt. Wir vertonen es nach. Ja, wir vertonen. Mach du die Lippenbewegung? Hallo, ich bin Matteo. Mein Penis ist sehr klein. Wow, wenn das klein für dich ist. War das richtig? Richtig. Und Niklas ist der beste Mensch der Welt. Und manchmal möchte ich auch seinen Penis in den Mund nehmen, aber er lässt mich nicht ran. So, haben wir das auch hinter uns gebracht? So, wie geht's weiter die Woche? Die Woche werden wir so ähnlich wie heute auch Finals spielen, allerdings werden die Leute ja zusammengecastet, wie Niklas gerade eben schon gesagt hat. Das heißt, meldet euch, bewerbt euch und ihr bekommt alle Infos über unsere Social Media Kanäle und den Stream live. Den gibt's immer ab wie viel Uhr? 14.30 Uhr, eine Dreiviertelstunde zurückrechnen, sind 13.45 Uhr. 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr. Ja, morgen. Morgen ist nicht alles gleich, denn morgen sind wir auch bei Blizzard auf der Bühne. Habe ich gerade gecheckt, 15.15 Uhr und werden dort ein Showmatch casten, Arcan Mode. Ich habe heute auch schon den Karak von Blizzard kennengelernt. Ja, den Karak meinst du, Karak. Jens. Haben wir auch gesehen, der Jens. Genau. Wir waren übrigens gerade auch bei Blizzard. Oh. Ja. Ah, okay. Uns wurden auf jeden Fall, also war so ein Gespräch mal so, hier, was geht, ne? Ja, was geht? Ja, komm, wir werfen Geld auf euch und ihr macht das, ne? Wow. Jetzt sind wir reich übrigens.
Ja, natürlich nicht. Aber uns wurden Overwatch-Keys versprochen, wenn die kommen. Oh. Ja, erstmal einer, Max. Ne? Einer für mich, natürlich. Ja, einer für mich. Und dann... Also, man weiß noch nicht, wann das losgeht, aber Family and Friends soll bald starten. Oh. Und dann wird richtig dick erstmal Overwatch ausgetestet. Ja, richtig. Und bei Overwatch bin ich auch dabei, weil das ist ja sehr ähnlich wie Team Fortress. Und Team Fortress habe ich auch schon eine ganze Partie gezockt. Also bin ich richtiger Profi drin, so wie in StarCraft ungefähr. Deswegen können wir das auch mal anzocken. Ja, so, das war's. So, und das war's. Also morgen, Leute, wisst ihr, was ihr zu tun habt? Ihr bewerbt euch jetzt erstmal auf ez.de/gamescom. Bitte. Ja. Damit wir gemeinsam die Show rocken können. Und dann seid ihr ab 11 dort am Stand. Und dann direkt, wenn die Show vorbei ist, rüber zu Blizzard. Und dort um 15.15 Uhr bis 16 Uhr Arcane Mode Show Match. Und danach könnt ihr Tauben jagen. Das war's von mir, Niklas. Und die letzten Worte gebühren wie immer Matteo. Bis morgen, wir freuen uns. Und hier, das ist eine riesige Bohne.